Wie steht der Islam zu den Menschenrechten? Der steht völlig im Einklang mit den Menschenrechten, allein schon deshalb, weil die Menschenrechte erst 1948 entwickelt worden sind und der Islam vor 1400 Jahren, das liegt ziemlich in der Vergangenheit, durch das Leben des heiligen Propheten und durch die islamischen Lehren quasi schon gewährleistet hat. Ich kann Ihnen heute sagen, dass von den 57 islamischen Ländern in mindestens 55 Ländern die Menschenrechte mit Füßen getreten werden. Zum Beispiel werden dort die Frauen und die Mädchen wesentlich schlechter behandelt als die Jungen und die Männer. Before we talk about human rights, before we American, maybe before the European community talk about human rights, Allah subhanahu wa ta'ala have talked to us about hukukul insaniya, the basic human rights that exist in Islam. Hallo, ich begrüße euch recht herzlich zum mittlerweile 24. Podcast RWPod. Heute haben wir wieder einen Gast da, der sich gleich noch kurz vorstellen kann. Das ist Tjaak. Hallo. Markus ist dabei. Hallo. Und Dimi wieder. Moin. Also sind wir wieder alle drei versammelt plus Gast. Ich glaube, es wird ganz spannend. Tjaak wird uns seine BA-Arbeit vorstellen zu Menschenrechten und Islam, mehr sage ich noch nicht. Dann wird Markus ein ganz kurzes Recap von der Tagung in Erfurt präsentieren und wir werden kurz über die Diskussion, die sich nach Hartmut Zinsers Radiointerview ergeben hat, auf Yggdrasil sprechen müssen und wollen. Wollen. Ich glaube, das sind die drei Themenblöcke, die wir heute haben, aber... Genau, aber zuvorderst der Themenblock von Tjaak, ne? Das ist sozusagen das werdet ihr auch als Überschrift sehen oder sowas. Mhm. Alles andere muss ja eigentlich nicht unbedingt erwähnt werden. Tjaak stellt seine Bachelorarbeit vor. Wir haben ja mal am Anfang, als wir den Podcast begonnen haben, gesagt, dass das eigentlich auch so ein Ziel von uns sei, ein Forum zu bieten für alle Studierenden von Bachelor bis Postgraduiert oder so. Ja, vielleicht haben wir noch keinen gehabt, ne? Aber man darf eben seine Arbeiten vorstellen. Und wie die Hörer ja nun auch wissen, haben wir das im Prinzip auch immer getan. Die Themen, die wir vorgestellt haben, damit haben wir uns länger beschäftigt. Und es fällt dann leicht, gehe ich bei dir auch von aus, Tjaak, dass man darüber dann was berichtet und das eben in kürzerer Zeit eindampft oder irgendwie zu verständlich rüberbringt. Ja, das Thema deiner Bachelorarbeit hieß über die Vereinbarkeit der arabisch- bzw. islamischen Menschenrechtserklärungen mit internationalen Menschenrechtserklärungen. Ja. Da entstehen schon Fragen bei mir, aber das möchte ich dir dann gerne überlassen. Und du kannst dich auch erstmal vorstellen. Also du hast jetzt das Wort für so lange, wie du willst ungefähr. Ja, maximal eine halbe Stunde. Maximal, okay, danke schön. ich bin Tjaak. Ich habe an der Uni Bremen Philosophie Hauptfach und Religionswissenschaften Nebenfach studiert. Habe jetzt vor einigen Monaten meine Arbeit abgegeben zu besagtem Thema. Mhm. Und freue mich jetzt hier meine Arbeit vorzustellen ein bisschen. Der Titel ist, wie du schon sagtest, Markus, über die Vereinbarkeit der arabisch-islamischen Menschenrechtserklärung mit den internationalen Menschenrechten. Ich habe halt mit den arabisch-islamischen Menschenrechtserklärungen ein bisschen zusammengefasst. Das sind vier Rechtsdokumente und es geht tatsächlich um Rechtsdokumente auch in meinem Text ausschließlich, die ich später auch noch vorstellen werde. Mit den internationalen Menschenrechten meine ich den ganzen Kodex aus der Allgemeinerklärung der Menschenrechte und den aus den 60ern bzw. 70ern geschlossenen Pakten über wirtschaftliche und soziale und kulturelle Rechte und diesem ganzen Kodex, der im Prinzip von der UNO weiter verabschiedet wird und sich immer noch weiter voranentwickelt. Es gibt mittlerweile ja Rechte auf kulturelle Eigenheiten, Kinder, Menschen mit Behinderungen und so weiter. Und diesen ganzen Kodex. Ist das dann über die UNO? Läuft das, also weil du sagst ja international, aber offenbar haben wir ja jetzt nun mit einem Kulturgebiet zu tun, die zusätzlich noch welche haben wollen, obwohl sie ja bei international mit eingeschlossen werden. Das stimmt, das ist auch eine sehr spannende Sache. Mit diesen neueren internationalen Menschenrechtsdokumenten, die funktionieren so, dass sie eine bestimmte Anzahl Staaten ratifizieren müssen, bis sie in Kraft treten. Mhm.
interessanterweise haben die allermeisten der arabisch-islamischen Länder auch die allgemeinen Menschenrechte und die Pakte von 1966 bzw. 1976 ratifiziert. Also die würden technisch gesehen, sind die formal auch anerkannt und unterschrieben und ratifiziert. Die wollen quasi zusätzlich nochmal die haben, wo ich später auch nochmal drauf eingehen werde, weil halt der Geltungsbereich sich halt voll überschneidet und nicht so ganz klar ist, wie das dann genau vorgestellt wird. Also was das so genau soll. Ob es dann im Prinzip nur so ein Ausdruck von der Furcht ist, dass man so marginalisiert wird mit seiner Kultur, dass man ja aus dem Westen die Normen übergeschwappt kriegt und vielleicht fürchtet, dass seine eigene Kultur deshalb verloren geht, weil es halt eine fremde Rechtskultur zum Teil ist. Oder ob es wirklich eine Kampfansage sein soll gegen die von man weiß nicht welchen Kräften, politischen Kräften. Darauf gehe ich auf jeden Fall auch noch später ein. Ja, okay. Ja, generell, ich habe schon angedeutet, geht es mir in der Arbeit weniger um inhaltliche Vereinbarkeiten oder Unvereinbarkeiten, sondern um wirklich formalistische Probleme mit diesem mit den arabisch-islamischen Menschenrechtserklärungen, die sich tatsächlich alle gemein haben, wie ich zeigen werde, mit diesem Kodex der internationalen Menschenrechte. Ja, dazu habe ich mich zuerst mal mit den internationalen Menschenrechten beschäftigt und die Geschichte dargelegt. Das mache ich jetzt nur ganz verkürzt, das kann man auch sehr gut tatsächlich nachlesen. Im Prinzip komme ich zum Schluss, dass die Geschichte der Menschenrechte eine Geschichte der Antworten auf Unrechtserfahrungen ist. Mit fortschreitenden Unrechtserfahrungen haben die Menschen sich dagegen gewehrt und gesagt, ja, man muss aber Mittel dagegen entwickeln, dass das zu verhindern ist das nächste Mal. Jetzt als markantester Punkt natürlich die Katastrophe des Zweiten Weltkriegs mit dem Holocaust, der tatsächlich dann auch die Gründung der UNO und damit die allgemeine Erklärung der Menschenrechte in Anschub brachte, final. Dann gehe ich auf einzelne Dokumente weiter ein. Das muss ich an dieser Stelle, glaube ich, auch nicht machen. Es gibt halt eine sehr, sehr große Zahl an Dokumenten, die alle an sich interessant sind. Wie halt angefangen mit der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte und diese beiden Zwillingspakte von 66 bis 76. Interessant dazu noch kurz zu sagen, die allgemeine Erklärung der Menschenrechte hat formal juridisch den Charakter einer Erklärung. Daher gehen jetzt keine einklagbaren Dinge hervor. Also ist nicht völkerrechtlich. Ist nicht formal völkerrechtlich. Man hat später in der Übergangszeit das dann so gemacht, dass es das bestimmte Gesetz wie Völkermord, dass man da auf den Konsens kam, so das kann man trotzdem einklagen, weil das einfach nicht rechtfertigt ist. Das ist keiner Kultur eigen, dass man jetzt Völkermord begeht. Und so sehr schwere Sachen wurden dann schon über Völkergewohnheitsrecht ahndbar gemacht. Aber die Positivierung, das heißt die Festsetzung und Einklagbarkeit, geschah dann erst mit den Zwillingspakten von 1966. Die sind 1976 in Kraft getreten. Das sind einmal halt, ach, ich bringe die alle durcheinander, soziale und kulturelle Rechte und wirtschaftliche und politische Rechte. Je einer von denen wurde von den sogenannten Westmächten, also die NATO-Nordatlantik-Paktmächte, nach vorne gebracht. Und der andere mehr von den sozialistischen Staaten. Und durch dieses Verfahren, dass sie jeweils eine bestimmte Anzahl Unterschriften brauchen, sind beide dann im gleichen Jahr lustigerweise in Kraft getreten. Obwohl sie teilweise manche Länder immer noch nicht unterschrieben haben, haben die aber beide weltweite Gültigkeit. Kannst du noch mal kurz sagen, also die Erklärung, die heißt es die allgemeine Erklärung der Menschenrechte oder so, ist das alles nach dem Zweiten Weltkrieg passiert? Die finale Form, ja, die sind 1948 wurde die verabschiedet. Ah, ja. Als direkte Reaktion tatsächlich darauf. Ach so, okay. Und dann danach befinden wir dann uns in einer Phase der Spezifizierung, dass sich halt transnationale Pakte weiter für, so wie du gesagt hast, mit diesen Erklärungen da noch spezifizieren wollen. Und ja, genau. Und das ist noch nicht abgeschlossen. Es gibt auch aktuell immer noch neue Erklärungen, die rauskommen. Wir haben relativ neu sind Rechte der Kinder zum Beispiel oder Rechte von Menschen mit Behinderungen. Die sind, glaube ich, alle in den Nullerjahren entstanden und es ist auch noch kein Ende in sich tatsächlich. Also es wird immer ein Augenmerk auf andere Probleme gerichtet. Damit ist halt zu erwarten, dass immer weitere Erklärungen und rechtliche Geschichten auch weiter auftreten werden. Du hast gesagt, dass es Staaten gibt, die diese allgemeine Erklärung noch nicht ratifiziert haben. Ist das ja, so? Ja, bei den allgemeinen Erklärungen bin ich mir nicht ganz sicher. Okay. Die ist ziemlich anerkannt. Okay, ja, aber ich denke zum Beispiel an Nordkorea. Ich weiß nicht, wie sie sich dazu verhalten. Aber du hast gesagt, dass das trotzdem weltweit Gültigkeit besitzt. Ist das so? Das heißt, eigentlich ist, wenn ein Staat das nicht ratifiziert und nicht einhält,
Könnte er geahndet werden von welchem Gremium auch immer? Von der UN? Von der Staatengemeinschaft? Oder, ja, oder wie ist das? Da muss man unterscheiden. Also bei der allgemeinen Erklärung ist es, wie gesagt, die sind nicht bindend. Mhm. Da gibt es aber halt diese Geschichte, das hat man als juridischen englischen Begriff, Preemptory Norms. Mhm. Das sind halt diese Normen, auf die man sich, wo man dann festgelegt hat, so, ja, das, da gibt es eigentlich keine Begründung für, wie Völkermord zum Beispiel. Ja. Da sind auch Staaten, können belangbar sein, die halt die nicht unterschrieben haben tatsächlich. Bei den beiden Pakten bin ich mir nicht ganz sicher, was die Geltungsbereiche angeht. Okay. Die haben auf jeden Fall den Anspruch, überall gültig zu sein, aber vor allem der Pakt über soziale und kulturelle Rechte wird oft so ein bisschen verschrien als, ja, das sind so optimale Ziele. Jeder Arbeiter hat Urlaub und Krankenversicherung und sowas, die einfach de facto weit von der Umsetzung entfernt sind. Und also auch in Städten, die sie unterschrieben haben. Bildungs, kostenlose Bildung zum Beispiel, ohne Begrenzung, ist einfach ja, sogar Deutschland zwischendurch mal nicht da. Also da, das heißt, da werden Idealzustände. Das genau, das ist so der Vorwurf, den man diesen dem Pakt macht, dass es so Idealzustände sind, die aber nicht direkt umsetzbar sind, während die politischen und Freiheitsrechte tatsächlich schon ja, sehr pragmatisch sind, so freie Wahlen und sowas. Gut, das ist ja auch in vielen Regionen der Welt zumindest formell irgendwie. Ja, genau, das ist immer so eine große Diskrepanz, die man aber im den ganzen Menschenrechten immer hat, dass es eine große Diskrepanz gibt zwischen formal, was der Staat zugesichert hat oder vielleicht auf Papier besteht, zu dem, was halt wirklich der Fall ist. Also, ich könnte mir vorstellen, Stefan, dass es auch eben, sind alle Länder, auch Nordkorea, Mitglied der UN? Nein. Nö. Ziemlich sicher. Das heißt, im Prinzip, wenn man jetzt kein Teil der UNO ist, dann ist man auch nicht belangbar darüber. Die haben einfach mit niemandem was zu tun. Außer, dass die vielleicht einen losen Bund haben, soweit ich weiß, Nordkorea mit Russland und China. Ja, dass sie irgendwie so Wirtschaftsaustausch haben, ja, irgendwie schon. Aber sonst würden die, glaube ich, dann gar keine Wirtschaft mehr auf die Reihe kriegen in Nordkorea. Ja, die hängen, glaube ich, sehr nahe China zusammen. Stimmt. Nach dem Zerfall der Sowjetunion ist da mit Russland noch nicht mehr viel. Also ich finde das sehr spannend, weil natürlich, wie man vielleicht schon am Anfang des religionswissenschaftlichen Studiums lernt oder überhaupt bei Kulturwissenschaften, alles relativ. Und deswegen hatte ich eben schon so angedeutet, das Wort international, da muss man halt eigentlich erstmal nachfragen. Und universell vor allem. Ja, universell. Ich kann mich daran erinnern, dass irgendwann mal ein ehemaliger Premierminister von China, heißt der so? Ja, genau. Ministerpräsident. Der hat irgendwann mal in einer Rede gesagt, ja, ihr habt halt irgendwelche Menschenrechte bei euch in Europa, aber die habt ihr euch ja gegeben und ihr uns gegeben. Aber wir verstehen die anders, die Menschenrechte. Genau, und das ist ja auch sein gutes Recht. Ja, ja, ist das zu behaupten. Auch sein Recht zum Beispiel, die Uiguren oder so zu verfolgen, irgendwelche Minderheiten. Ja, nö, ist es wahrscheinlich nach seinem Selbstverständnis eventuell auch nicht. Es ging bei ihm, glaube ich, konkret darum, dass er meinte, wir müssen eben, um einen mittleren Wohlstand bei uns im Land zu erzeugen, müssen wir halt jetzt bestimmte Ungerechtigkeiten ertragen im Land. Das meinte er sowohl ökologisch als auch ökonomisch als auch rechtlich oder sozial. Und das, er sagte sozusagen, wir in China, wir haben aber ein Ziel vor Augen, dass wir in 30 Jahren auch die Rechte von allen Minderheiten schützen können, weil wir eben für Wohlstand und Essen und Nahrung und irgendwie sowas für alle gesorgt haben werden. Aber das Lustige ist ja, dass die Menschenrechtskonventionen genau das nicht erlauben. Ja. Die sind ja universell und die können nicht mal eben so ausgesetzt werden. Ja. Also laut der Deklaration zumindest, so habe ich es verstanden. Und dann somit wäre die Aussage vom Premierminister ja eigentlich falsch und zu rügen. Aber wurde auch gerügt. Ich kann mich daran erinnern, dass die europäischen Zeitungen sich halt über ihn lustig gemacht haben. Aber das ist dann wieder so ein Krieg der beiden Systeme. Ja, das ist so ein Reflex. Denn das ist es leider. Auch ein Krieg immer noch. Ich meine auch auszumachen, dass innerhalb der letzten 10 Jahre wieder dieses alte 80er-Thema aufgekocht ist, so die gelbe Gefahr aus China. Das ist an sich schon rassistisch, ist sowas zu sagen wahrscheinlich. Ja. Sehr. Ja? Ja, okay. Ich denke auch. Wüsste nicht, warum gelb immer gesagt wird, wegen rassistischen Vorurteilen. Vielleicht gibt es ja auch einen anderen Grund. Naja. Auf jeden Fall haben halt irgendwie alle Angst vor China. Und jetzt haben alle Angst vor Arabien. Achso, geile Überleitung, Marc. Beste Überleitung. Beste Überleitung ever, ja. Arabien an sich. Ja, genau, ich meine auch Arabien. Und nicht Bessarabien. Oh Mann. Oh Mann. Ja, okay. Also, du hast wieder das Wort. Tut mir leid. Ja.
Also ich stelle einige Dokumente vor, unter anderem halt auch ein Dokument, das relativ neu ist und unter anderem auch Bedenken Russlands vorgestellt wurde, in dem halt das so die kultursensibel gibt und halt nochmal bekräftigt, dass die Vereinten Nationen sehr wohl wertschätzen, wenn einzelne Nationen einzelne Kulturräume haben und dieser Kulturpluralismus für sie lohnenswert ist und auch nicht durch die Menschenrechte oder sonstige Gremien oder Dokumente geschmälert werden sollen. Mhm. Dass ich erstmal an dieser Stelle unkommentierter stehen. Dann kommt ein sehr wichtiger Punkt, der Geltungsanspruch der Menschenrechte. Dimi hat es vorhin schon gesagt, dass sie universell sind, ist halt ein bisschen vage, vor allem aus philosophischer Sicht, ist halt universell, ja, was ist das? Gilt es für alles, für jeden, für, also keine Ahnung, auch nicht für Einzelpersonen, sondern für Staaten, wie ist das? Und da beziehe ich mich auf den Eigenschaftenkatalog nach Arndt Pollmann, den ich tatsächlich sehr klug fand, diese Kategorisierung. Und zwar geht es nach ihm, dass diese Universalität eigentlich mehrere einzelne Eigenschaften meint. Das wären die Fundamentalität. Das bedeutet, dass die Menschenrechte die Grundlagen des Menschen schützen sollen, aber auch darüber. Also deshalb der Nachteil an dem Wort zum Beispiel ist, dass es nicht ganz klar definiert ist. Also es geht über die Lebenserhaltung hinaus, sondern es soll schon eine gute Grundlage für ein gutes Leben sichern. Der zweite Punkt wäre die Subjektivität. Das heißt, das Subjekt, das Individuum, das Ziel der Menschenrechte und nicht Gruppen oder Staaten zum Beispiel. Dann die Allgemeinheit. Die Menschenrechte sind allen Menschen gemein, also es gibt keine einzelnen Gruppen, die haben und die nicht haben. Dann spielt dazu die Egalität, das wäre der nächste Punkt, dass die Menschenrechte für alle in gleichem Maße gelten. Das heißt, nicht alle haben die, aber Frauen haben ein bisschen andere oder Muslime oder Christen haben noch, also alle haben wirklich komplett die gleichen. Die sind unbedingt, das heißt, jeder Mensch hat sie aufgrund der Zugehörigkeit zur Spezies Mensch und nicht, weil er jetzt arbeitet oder arbeitslos ist, welche nicht, oder weil er ein Einkommen hat über einen bestimmten Wert, sondern jeder Mensch hat sie einfach so. Da wird nicht klassifiziert, genau, sondern jeder hat qua Geburt und Mensch sein. Ja. Wenn man weiß, was ein Mensch ist. Genau, oder du verlierst die Rechte aber zum Beispiel auch nicht, wenn du arbeitslos bist oder wenn du jetzt eine Behinderung hast oder so, sondern bist halt immer noch voll unter dem Schutz der Menschenrechte. Mhm. Und die sind unteilbar, das heißt, man kann auch nicht sagen, so, ja, wir finden eigentlich alle Rechte cool, aber Religionsfreiheit ist, nee, weiß ich nicht, das sehen wir anders, sondern wenn man sich zu den Menschenrechten bekennt, muss man sie halt alle nehmen. Und das ist halt nach ihm die Aufschlüsselung des dieser universellen Gültigkeit der Menschenrechte. Wozu wir schon direkt an die Kritik kommen, weil natürlich jeder der Begriffe ist, das wird wahrscheinlich eben auffallen, auf jeden Fall kritikfähig. Die Kritik teile ich dann einmal auf in totalitäre Kritik, relativistische und als Unterpunkt dazu kulturrelativistische Kritik. Die totalitäre Kritik ist eine, die in den letzten Jahren ein bisschen zurückgegangen ist. Die totalitäre Kritik sagt halt aus, dass es sowas wie Menschenrechte für alle Menschen überhaupt nicht geben kann, lehnt es komplett ab. Also, dass im Prinzip entweder würden dadurch Kulturimperialismus betrieben, weil für eine Gruppe Menschen vielleicht, die sich auf einen Normensatz einigen können, das einfach nicht verallgemeinern kann für alle, dass die Kulturen viel zu unterschiedlich sind dafür. Oder dass es philosophisch einfach überhaupt nicht sinnvoll sei, sowas zu machen, weil entweder wäre der Normkatalog so klein, dass er wieder keinen Sinn macht, wenn man Konsens für alle Menschen auf der Welt findet, dass es halt auch irgendwie kein hehres Ziel mehr ist, oder wenn man mehr Rechte reinnimmt, ist es so viel, dass es nicht mehr alle per Konsens entscheiden würden. Oder halt, dass manche, das sind halt so klassische Dritte Reich-Ding, dass einfach manche Menschen nicht menschenrechtswürdig sind und Menschen zweiter Klasse sind. Das heißt, dass es das nicht gäbe. Moderner oder ja rezent wesentlich mehr anzutreffen ist die relativistische Kritik, die halt im Prinzip die Menschenrechte schon bejaht, aber halt gegen diese Eigenschaften, die ich vorher benannt habe, angeht. Also, dass zum Beispiel manche Staaten sagen so, ja, für uns müssen die aber besonders gelten oder anders gelten, weil wir es anders sehen mit Religion zum Beispiel oder weil wir sehr kommunitaristisch orientiert sind und nicht so individualistisch wie jetzt die westlich, und ich sage westlich in Anführungszeichen. Die westlichen Länder, für uns muss das anders gelten, wenn jemand nicht arbeitet, muss er halt gibt es irgendwelche Formen von Sanktionen, oder ja, Frauen haben bei uns aber traditionell einen Stellenwert in der Kultur, oder Religionsfreiheit finden wir nicht gut. Der Vatikan hat auch erst 20 Jahre nach der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte sich für ihn bekannt, weil er halt auch mit der Religionsfreiheit nicht einverstanden war.
Und das gibt es halt in vielen anderen Staaten natürlich auch aus kulturellen, religiösen Problemen und seines Formen des Staatswesens einfach, dass es als unkompatibel angesehen wird. Monarchien sind zum Beispiel nicht so leicht zu vereinbaren. Ah, ja. Also er hat halt Probleme, weil es halt nicht das Vorteil der Volkswillen zum Beispiel ist. Und da gibt es halt zu jedem dieser Punkte relativistische Kritik. Speziell interessant ist noch die kulturrelativistische Kritik, vor allem halt als Religionswissenschaftler ist das natürlich sehr spannend. Von vielen Ländern, in meiner Arbeit ging es natürlich um den arabisch-islamischen Bereich, die ja auch lange kolonialisiert waren, damit halt schon viele Unterdrückungserfahrungen gemacht haben durch die wieder westlichen Anführungszeichen Länder, was ja aber nicht von der Hand zu weisen ist. Also ich sag mal Europa, weil es ist ja im Prinzip hauptsächlich von Europa kolonialisiert. Dass sie da einfach schon sehr viele Erfahrungen mit Unterdrückungen und Bevormundung gemacht haben und damit zu Recht, wie ich finde, halt auch einen gewissen Reflex der Skepsis erstmal entwickelt haben und sagen, okay, ihr stülpt euch jetzt euer Normenkonstrukt auf irgendwie, damit können wir nichts anfangen, warum ist das überhaupt so? Als die allgemeine Erklärung verfasst wurde, war einfach Nordafrika noch komplett kolonisiert. Also das ging erst später zu. Ah ja, okay. Mhm. Also 48, ich weiß, also da waren zumindest noch größtenteils alle Kolonisierten, konnten da gar nicht so abstimmen. Mhm. Haben es dann später gemacht, auch mit guten Gründen, wie ich finde. Achso, aber zu dem Zeitpunkt war einfach noch kein souveräner Staat. Das wie war Frankreich. Tunesien. Also. Ja, genau, weil das noch französisch war zum Beispiel. Ja, okay. Ja, stimmt, habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Ja, das ist halt. Also, wenn man jetzt so. Deswegen habe ich eben zeitlich gefragt, muss man sich überlegen, was war in den 50er und 60er Jahren eigentlich los? Ja. Da war halt der afrikanische Kontinent weitgehend europäisch beherrscht. Ja, genau. Mhm. Und das ist halt auch ein Punkt, warum sie jetzt sagen, so, ja, die Menschenrechte sind irgendwie weiß und europäisch und. Ja. Ihr habt die damals, das ist ja der nächste gute Punkt, diese Scheinheiligkeit der Menschenrechte, ihr habt die Menschenrechte für freie Menschen und sowas alle verabschiedet. Wir waren noch alle unter Kolonialherrschaft. So, wie passt das zusammen? Mhm. Nicht wirklich. Mhm. So viel zum Menschen zweiter Klasse. Mhm. Ja, zum Beispiel. Also es gibt's, also ist einfach evident und kann man ja auch nicht drum herum gehen. Man kann es vielleicht ein bisschen klassisch zusammenfassen, diese kulturrelativistischen Sachen, die man halt sagt, das liest man sehr häufig in dem Kontext so, dass die Menschenrechte weiß, männlich und europäisch seien. Mhm. Wohingegen ich die Kritik dann wieder öffnen möchte, dass auch in Europa die Menschenrechte gegen weiße, männliche Europäer durchgesetzt wurden, weil auch in Europa diese Rechte nicht von Grund an vertreten waren, sondern mussten durchgesetzt werden gegen halt Staaten, gegen Kirchen, gegen Diktaturen und die halt keineswegs dem europäischen Geist in Anführungszeichen wie inhärent waren, sondern es war ein sehr langer Kulturkampf, bis es überhaupt dazu kam. Wie gesagt, das Dritte Reich als größte Unrechtserfahrung hat den letzten wahrscheinlich entscheidenden Schwung dazu gegeben, sich mal dann zusammenzuraufen und zu sagen, sowas darf auf keinen Fall mehr vorkommen, wir müssen da Vorkehrungen treffen. Mhm. Und damit kann man diesen Punkt ein bisschen relativieren. Aber wenn man die Realpolitik anguckt, ist es natürlich trotzdem noch ein Problem. China wird andauernd kritisiert, wenn sie irgendwelche Menschenrechte verletzen. Das machen alle Länder. Also ich kenne einfach kein Land, das sich komplett an die Menschenrechte hält oder auch nur annähernd. Mhm. Also die USA und also es gibt einfach keins. Mhm. Und in Europa merkt man ja schnell so, Gaddafi verstößt gegen die Menschenrechte, da müssen wir jetzt aber mal eingreifen. Oder China muss ordentlich gerückt werden oder Russland auch mal. Ich meine, es sind Verstöße und es ist halt auch okay, dass sie gerückt werden. Aber viele Länder befürchten halt militärische Interventionen aufgrund dessen, die es ja auch gab zum Beispiel. Mhm. Also haben da einfach so einen gewissen Angstreflex. Und um gleich Kritik an Deutschland zu üben, im Ernstfall verstößt dann Deutschland auch gerne mal gegen irgendwelche international anerkannten Rechte. Wir haben eben im Vorfeld darüber gesprochen, dass die Grenzen geschlossen wurden Richtung Österreich. Okay, Das ist zwar kein Menschenrecht, aber zumindest ein internationaler Vertrag, wie Schengen-Abkommen zum Beispiel oder sowas, das wird dann einfach mal nicht gemacht. Und man kann sich auch an Situationen erinnern, als die RAF bekämpft wurde von der Polizei. Da sind auch Dinge passiert, die einfach Unrecht waren. Und das Gleiche passiert vielleicht zum Beispiel mit Menschen heutzutage, die als Terroristen markiert wurden, ob sie es jetzt sind oder nicht. Mhm. Oder vielleicht sogar auch mit sogenannten, jetzt ein aktuelles Beispiel wieder zugehört, mit den 12 Stämmen. Ja, stimmt. Die sind ja die. Da habe ich jetzt halt aus Quellen gehört, dass da ohne Durchsuchungsbefehle zum Teil per Generalverdacht Häuser durchsucht wurden. Ja. In Bayern. Ja.
Ja, offensichtlich steht die Schulpflicht und noch über der Religionsfreiheit, muss man ja auch offenbar, einmal bedenken. Genau. Und dann wurde aber irgendwo behauptet, ja, da seien Kinder geschlagen worden, weil es irgend so ein Internetvideo gab, wo ein Kind gehauen wurde. Genau. Und dann wurden einigen Menschen einfach die Kinder direkt weggenommen. Genau. Ich und gestern das bedroht dann eben schon wieder die Menschenrechte. Ja. Und das ist wirklich dramatisch. Und dann plötzlich nimmt sich dann der deutsche Staat sowas heraus, im Sinne der Angst vor einer undurchdringlichen Sekte oder so. Ob das so ist, weiß man natürlich nicht. Also wir stellen fest, dass in Krisenzeiten oder in Konfliktzeiten gerne mal auch Gesetze zugunsten einer bestimmten Vorgehens ausgesetzt werden. Ja, also Beispiel Schengen-Abkommen, was du gerade ja, also das ist ein softes Beispiel, glaube ich. Ein sehr softes Beispiel. Aber ich glaube, dass generell bei Politikern die Angst eine große Rolle spielt, sich dann eben nicht mehr an Gesetze zu halten. Ja. Ich würde frechweg behaupten, dass die Angst der Administration in den USA dazu geführt hat, Folterungen anzuwenden. Mhm. Also dieser Schock von 9/11 hat vielleicht, weiß ich nicht, vielleicht war es vorher auch schon so, aber er hat mit Sicherheit dazu geführt, dass unumwunden und mit aller Härte bestimmte Gesetze eingeführt wurden oder eben wiederum andere missachtet wurden, um irgendwie die Integrität der USA zu schützen, die Sicherheit zu schützen. Ja, es ging einfach um das große Ganze, ne? Es ja, genau. Mehr als nur Menschenrechte. Ja, genau. Genau. Auf einmal. Also das war Anführungsstriche, die hat man nicht, die hört man nicht. Aber, ja, du hast gerade gesagt, du kennst kein Land, welches immer alle einhält. Und natürlich. Also warum dürfen gleichgeschlechtliche Leute nicht heiraten in Deutschland? Ich weiß nicht, ob das ein Menschenrecht ist, aber zumindest müsste man jetzt darüber diskutieren. Wenn alle heiraten dürfen, warum dürfen dann manche nicht? Ja, Gleichbehandlung wäre das Menschenrecht, gegen das verstoßen wird. Ja, okay, Beispiel. Genau. Ja. Das ist unser, ein bisschen basal. Unser juristischer Profi Ja, das ist natürlich ein Punkt, warum das ja nicht gleichgestellt wird. Vor dem Gesetz zumindest. Vor den Religionen, die können ja wahrscheinlich machen, was sie wollen. Das muss man wahrscheinlich individuell gucken. Aber auf staatlicher Ebene ist jeder Mensch gleich. Das ist ja schon in der Allgemeinerklärung so. Und das ist auch einklagbar. Und wenn man jetzt sagt, so ja, okay, andere sind halt gleicher. Die dürfen das dann, weil das schon immer so war. Die dürfen es nicht, weil, ja, das ist halt komisch irgendwie. Fühle ich mich nicht so wohl bei. Ja, keine Ahnung. Aber das ist auf jeden Fall halt auch ein Verstoß gegen diese Gleichheit. Würde ich so sehen. Und ja, was macht man jetzt, wenn der Islam, also im Koran steht drin, alle Muslime sind noch gleicher als die anderen? Ja, das ist, also auf diese Lösungsansätze komme ich tatsächlich später hin. Ach so. Ist aber tatsächlich halt auch, wenn man das auf rechtliche Sachen bezieht, natürlich sehr schwierig. Ich meine, die Bibel ist ja auch nicht frei von quatschigen Gesetzen, vor allem das Alte Testament ist halt da sehr, sehr, sehr schlimm. Das ignorieren aber heutzutage irgendwie alle. Sondern der Koran ist sehr, sehr merkwürdig, aber so Altes Testament, man soll nicht zwirren, zweierlei Stoffe tragen, sonst hat, damals hat man sein Leben vertan. So. Sogar das bezweifle ich. Vielleicht. So, keine Ahnung. Ja, ja, klar. Also gut, sogar die Kirche und ich meine, Muslime ignorieren das auch, was im Koran steht. Ja, ja. Man hat ja keine Wahl. Moderne Theologen allerseits ignorieren halt manche Sachen. Ne? Ich meine, guck mal, also auch die Diskussion, also jetzt, ne, um das nochmal irgendwie aufzugreifen, der IS, ja, der versucht ja auch quasi ein Kalifat, also, oder hat ein Kalifat aufgebaut, was sich ja in gewisser Weise auf den Koran bezieht. Wiederum gibt es da Auslegungen, die sagen, nein, das ist nicht... Spannendes Thema. Das ist Ein zentraler Punkt in der Arbeit. Thematisierst du noch tatsächlich? Ja, ja. Also nicht das Beispiel direkt, aber das ist das Grundproblem. Gut, dann führe ich das nicht weiter aus. Dann Weiter. Genau. Zum nächsten inhaltlichen Punkt beschreibe ich die arabisch-islamischen Menschenrechte. Ich habe diesen merkwürdigen Slash-Namen gewählt. Das ist arabisch/islamische Menschenrechte. Und habe mich da angelehnt an die Namen der vier Rechtsdokumente, die ich erkläre. Das wären die allgemeine Erklärung der Menschenrechte im Islam, woher das islamisch kommt. Dann die Kairo-Erklärung über Menschenrechte im Islam. Mhm. Und dann die arabische Charta der Menschenrechte, wo das arabisch herkommt. Mhm. Ganz kurz. Die erste der Erklärungen ist von 1981, die allgemeine Erklärung der Menschenrechte im Islam. Ist lustigerweise im Ausland entstanden, also in nicht muslimischen Landen, nämlich in Großbritannien, in London. Wurde vom Islamrat für Europa ursprünglich in Arabisch herausgebracht und später tatsächlich in der zensierten Version übersetzt auf Englisch und dann auch auf Deutsch. Also der Islamrat für Europa ist von Saudi-Arabien in die Wege geleitete Gruppe, die sich selbst als konservative
Strömung? Peer Group Strömung für halt Muslime in Europa ist. Mhm. Ja, in ihr wird halt der Koran als, alleinige Quelle für alle Menschenrechte angebracht. Hält insgesamt 23 Artikel, die insgesamt 123 Koran- und Sunna-Zitate enthalten. Wow. Ja, ist halt ein religiöser Text einfach, der halt jedes Recht religiös begründet, hat international auch nicht viel Beachtung gefunden. War nur so ein Selbststatement. Auch vielen Muslimen in Europa war damals schon in den 80ern halt diese Strömung einfach generell viel zu konservativ. War es auch noch kein so großes Thema. Ja. Hat aber angezeigt, dass es halt auch in anderen Kulturkreisen das schon als so wichtig empfunden wird, sich damit überhaupt zu beschäftigen mit Menschenrechten. Mhm. Hätte es ja auch einfach sein lassen können und sagen, ja, wir leben halt generell nach dem Koran, das sind die Menschenrechte und müssen das nie nochmal extra explizieren und uns dazu Stellung nehmen. Mhm. Hat aber insgesamt international auch nicht so viel Beachtung gekriegt. Als nächster Punkt kommt dann die Kairo-Erklärung über Menschenrechte im Islam 1990. Vom UIC wurde die verabschiedet. Das ist die Organisation der Islamischen Konferenz. Die halt, also die Islamische Konferenz ist halt auch ein Forum für die islamischen Länder, hauptsächlich halt für wirtschaftliche Zwecke wird das genutzt. Und die haben sich dann offenbar auch in den, also Anfang der 90er, Ende der 80er, dahingehend gefühlt, dass sie sich da wohl auch eine eigene Erklärung machen müssen. Mhm. Es fällt auf, wenn man liest, die haben insgesamt 25 Artikel, dass es einen ständigen Bezug auf, also in der deutschen englischen Version ist es Gott, also oder God, auf Gott gibt, dass Gott der Ursprung aller all dieser Rechte ist, dass ich ohne Koran-Zitate, das heißt schon ein bisschen offener, aber eindeutig meinen sie noch einen einzelnen Gott, der all das befürwortet. Mhm. Der Kniff kommt dann tatsächlich in den, also inhaltlich widerspricht er immer noch, Gleichberechtigung von Mann und Frau zum Beispiel, ist da nicht so Religionsfreiheit, auch nicht so richtig, da ist nämlich der Islam schon wieder die richtige Religion. Aber überraschend wenig aggressiv und man kriegt die Religion nicht sofort hingeworfen, außer halt diesen Gottesbezug, aber es ist nicht eindeutig sofort, dass es der Islam ist. Sehr spannend dazu sind dann am Ende Artikel 24 und 25, die quasi, ich kann die eben vorlesen, vorbereitet, die quasi die ganze Erklärung wieder relativieren. Artikel 24. Alle in dieser Erklärung aufgestellten Rechte und Freiheiten unterliegen der islamischen Scharia. Artikel 25. Die islamische Scharia ist der einzige Bezugspunkt für die Erklärung oder Erläuterung eines jeden Artikels in dieser Erklärung. Was ein super spannender Punkt ist, auf die Scharia. Ja, alles umgehen, eventuell super. Oder auch nicht. Ja. Und da komme ich dann später drauf. Also, die Scharia wird der nächste große Punkt sein. Man sieht aber schon, alle Artikel sind total in Relation zu Scharia. Mhm. Damit soll es erstmal lang. Ich mache kurz weiter im Text. Mhm. Danach kamen noch zwei Versionen der arabischen Charta der Menschenrechte, einmal 1994 und 2004, die überarbeitete Version. Die 94er Version ist nie in Kraft getreten, die hat tatsächlich, glaube ich, nur damals der Irak unterzeichnet und sonst niemand. Ein anderer Teil war die nicht konservativ genug, ein anderer gewisser Teil fand die zu konservativ. 2004 kam auf jeden Fall eine Version, also wurde ratifiziert, hat genügend Unterschriften gesammelt. Genau, wenn man die durchliest, hat sich tatsächlich den normalen Stil, wie man es kennt von sämtlichen internationalen Verträgen. Das ist sehr, sehr juridische Sprachhabitus. Das ist also wirklich inhaltlich auch sehr liberal, würde ich sogar sagen. Und steht, wenn man die so liest, fragt man sich halt, warum haben die die gemacht? Das steht alles auch so in den in anderen Menschenrechtsdokumenten, die international erkannt sind. Warum hat man dann nochmal eine arabische Charta gemacht? Die sehen zwar ähnlich aus. Und wenn man aber genauer hinguckt, sieht man in der Präambel, dass sich die arabischen Karten dazu bekennen, zu den allgemeinen Erklärungen der Menschenrechte und den Pakten und zur Kairoer Erklärung und die halt in vollem Umfang anerkennen. Mhm. Wenn die Kairoer Erklärung natürlich wieder alle, alle Artikel überhaupt der Scharia-Auslegung unterwerfen, was natürlich schon mal skeptisch macht. Darum ist mein nächster Punkt dann das Recht im Islam, um halt die Scharia ein bisschen zu erklären. Mhm. Die Scharia bezeichnet, also wörtlich besetzen das, glaube ich, viele mit Weg zur Tränke irgendwie. Gemeint ist halt so im weiteren Sinne der gesamte Rechtsfundus im Islam. Mhm. Das betrifft einmal zum guten Teil religiöse Praktiken, das Recht, wie man das durchführt, aber halt auch weltliches Recht, Strafrecht und dergleichen. Mhm.
Ja, sowas wie Lebenswandel. Ja, alles so, die ganze Lebenshaltung, was man machen muss, um ein der Religion gerecht werdendes Leben zu führen. Ja. Und ist halt tatsächlich zum großen Teil halt viel so rituelle Regeln, religiöse Regeln, aber halt auch einen gewissen Teil, ja, Strafrecht würde man vielleicht sagen. Ja. Ja. Die Quellen davon sind halt zum ersten und wichtigste Quelle der Koran. Mhm. Der Koran enthält ungefähr, also nach Parrett gehe ich da jetzt, 6000 Verse. Davon sind ungefähr 500 überhaupt mit Rechtsbezug. Das schließt aber auch religiöses Recht und Ritualpraktiken mit ein. Mhm. Laut Parrett sind ungefähr nur ein gutes Dutzend, also 10 bis 15 mit Straf- und Zivilrecht beauftragt. Das ist natürlich sehr mager, um eine komplette Staats- und Rechtsordnung darauf aufzubauen. Darum ist man im Islam dazu angewiesen, weitere Quellen hinzuzufügen. Das wären, also es gibt insgesamt eine recht große Liste, die aber teilweise auch wieder nicht von anerkannt ist. Anerkannt ist auf jeden Fall der Koran, die Scharia, die Sunna. Damit habe ich es erstmal in der Arbeit belassen. Es gibt dann noch Analogieschluss der Gelehrten, es gibt Konsens der Gelehrten zum Beispiel als Sachen. Also so, wenn alle der Meinung sind von relevanten Gelehrten, dann ist das auch so okay. Oder wenn man Analogie aus der Sunna zieht, einer der Ehrwürdigen hat das gemacht, dann ist das so ähnlich wie, als wenn du das und das machen würdest, also ist das okay. Ganz kurz für die Zuhörer, du hast gerade Sunna gesagt. Ach so. Erklär das bitte kurz. Ja, die Sunna ist im Prinzip eine Aufzeichnung vom Leben des Propheten Mohammed und seinen Gefährten im Prinzip. Und da die beiden ja sehr vorbildhaft, der Prophet und seine Gefährten als sehr vorbildhaft und sehr, sehr religiös sicher gelten, haben die halt eine Vorbildfunktion und daraus zieht man halt auch Beispiele, wie man sich selbst verhalten soll. Weil, das heißt, rechte Leib können sich tatsächlich dadurch ableiten. Ja, genau. Also die wie hat der Prophet gelebt? Genau, und wie ist das auf uns zu beziehen? Ja. Und wie gesagt, dadurch, dass der Koran relativ beschränkt ist, an Rechtsbeispielen ist es auch notwendig, dass man da halt Beispiele aus dem Leben zieht. Das hat man auch relativ schnell gemacht. Zieht daraus Schlüsse. Da hat sich eine komplette Auslegungswissenschaft, das Tafsir, entwickelt. Wird so übersetzt mit Erklärung oder Deutung. Weil es halt notwendig ist, aus diesen paar Sachen Regeln für ein komplettes Rechtssystem zu ziehen, wird mit dem Tafsir halt, das sind spezielle Regeln, die man befolgt hat, ausgelegt, was auszulegen ist aus diesen Quellen. Sehr, sehr wichtig ist halt, dass es eine Auslegung ist, die halt individuell auf den Ausleger jeweils ankommt. Das ganze Recht ist also muss darauf zurückgeführt werden. Wie gesagt, der Koran als Quelle alleine reicht nicht, sondern jemand muss immer dazukommen und das auslegen, wenn es nicht zufällig ganz genau die Situation ist, die beschrieben ist, was ja durch eine veränderte Umwelt einfach nie der Fall ist. Man kann das vielleicht vergleichen damit, also Tafsir kann man so wie Exegese vielleicht übersetzen. Und das ist so, als wenn man sich jetzt die römisch-katholische Rechtsprechung anguckt. Worauf basiert die? Auf der Bibel und auf bestimmten anderen Dingen auch. Ja. Das ist dann so, das wird immer Tradition genannt, Kirchentradition oder sowas. Aber ich meine, du kannst ja auch im Internet den Katechismus abrufen von denen und dann steht da halt zu allen möglichen Situationen im Leben eines Menschen, sowohl, also wie jetzt hier bei den Rechtsquellen des Islams auch, eben sowohl religiös-rituelle Anweisungen als auch säkulare, zivile Gesetze oder so. Das steht alles drin. Ja. Und jetzt könnte man auch da wieder gucken, wo haben die das eigentlich her? Das ist oftmals ja auch in der antiken Umwelt entstanden. Das heißt auch zum Teil heidnischen Ursprungs oder auch einfach total überholt. Genau, also, aber dazu gibt es halt auch etliche Literatur, wo halt nachgeforscht wurde, woher kommt das eigentlich? Und zum Beispiel im Islam, also in den meisten Rechtsströmungen des Islams, ist dieses, woher kommt das eigentlich, auch ein wichtiger Gegenstand der Wissenschaft. Das hat, glaube ich, dann auch die islamische Jurisprudenz der christlichen etwas voraus, weil sie immer sagen, beispielsweise in der Sunna steht irgendeine Sache, die hat Mohammed jetzt gemacht. Ja. Er hat zum Beispiel gesagt, ja, ich trage gerne die Farbe grün und die Farbe grün ist schön, also trag doch bitte auch die Farbe grün. Deswegen sieht man heutzutage häufig mal grüne Kopftücher oder sowas. Und dann haben sich die Rechtsgelehrten danach eben Gedanken gemacht,
Also hat er das gesagt und wann hat er das gesagt und wer hat das eigentlich überliefert, dass er es gesagt hat und ist demjenigen zu glauben oder war der ein notorischer Lügner und sowas. Also die versuchen sich schon immer darauf zu beziehen. Also eigentlich eine relativ umfassende Wissenschaft. Und wie man sich das so vorstellen kann, das hast du ja auch gerade gesagt, Tjark, Tafsir bedeutet nur Auslegung und wer anders kann es halt auch einfach anders verstehen. Ja. Und er kann es in einer anderen Zeit, an einem anderen Ort völlig anders verstehen. Ja. Vielleicht nicht völlig anders, aber ja, es ist eben eine schwierige Frage. Ja. Ja? Besagte Rechtsausleger gab es ja auch überall auf der arabischen Welt, bis hin zu den Gebieten in Spanien, in Andalusien unter anderem. Also Indonesien, das ist ein riesiger Raum einfach, der komplett andere Lebenswelten auch immer abgedeckt hat. Ja. Immer noch und versucht dann irgendwie zu versöhnen da, in einem Recht, wenn ich das jetzt richtig verstehe. Ja. Interessant. Also dazu auch noch ganz spannend, wie es halt in religiösen Texten halt oft so ist, widersprechen die sich auch natürlich. Die sind selber ja auch nicht auf einen Schlag entstanden, sondern auch in der jeweiligen Umgebung. Und auch vor allem die Sunna widerspricht sich. Da wird halt auch, was du sagtest, diese Tradier-Geschichte immer guckt, ja, wie ehrenwert waren jetzt die Leute, die Tradenten in diesem Fall von den einzelnen Hadithen und was ist davon eher als wahr anzusehen oder als hochwertiger anzusehen. Wir sprechen sich natürlich auch auf, was das Auslegen noch wichtiger macht. Der nächste Punkt wäre dann die tatsächliche Rechtsprechung. In diesem Fall interessant sind halt die jeweiligen Richter. Es ist da auch festzuhalten, dass es also im harten Kern keine genaue Regelung gibt, wer Richter sein kann. Also man hat irgendwie im 8. und 9. Jahrhundert mal aufgestellt, okay, er muss Muslim sein, er muss Arabisch sprechen, er muss sich halt damit so ein bisschen auskennen. Aber es war jetzt nie so, dass man irgendwie das, oder in der Frühzeit oder auch lange Zeit war es nie so, man muss das wirklich studieren, sonst kann man nicht Recht sprechen. Das ist halt oft dann pragmatisch ein älterer, der Älteste gewesen oder halt irgendwer der Weise ist. Und heutzutage vielleicht, weiß ich auch, aus Kairo ist Common Sense. Zum Beispiel. Man sagt da einfach, also so ein bisschen so, die Mehrheit glaubt, dass der schon Ahnung davon hat. Ja. Da gibt mittlerweile auch in Kairo ein paar Frauen, die das machen können. Und die müssen halt anerkannt sein. Und die sind dann halt in ihrer Clique anerkannt. Ja, anderen aber genau. Eben nicht. Ja, das ist halt immer eine sehr, sehr spannende Sache, auch mit modernen Staaten zum Beispiel, wer da als oberster Richter eingesetzt wird. Der ja quasi von sich aus dann schon, je nach Macht des Staates halt, eine gewisse Autorität hat. Und das kann natürlich nach Gutdünken eingesetzt werden. Und der kann halt auslegen, man hat ja halt relativ viel Spielraum dadurch, dass sich die Sachen widersprechen. Und wenn der halt Sachen auslegt, wie er oder halt der Staat das möchte, ist da Tür und Tor für jeden Mumpitz geöffnet. Also da kommt dann alles rein, was möchte. Also Missbrauchsmöglichkeiten gibt es immer. Das muss nicht passieren. Merke in Saudi-Arabien und im Iran nicht. Denn die haben ja sozusagen formelle Systeme dafür entwickelt, wer der oberste Rechtsprecher werden darf. Deswegen sind das ja auch tatsächlich islamische Staaten, nach modernem Verständnis Staat, weil sie eben so einen islamischen Unterbau haben. Aber bei anderen Staaten, sowas wie Ägypten zum Beispiel, die ja eigentlich Hort der islamischen Rechtsprechung sind in den letzten hunderten Jahren, wird gerade ein bisschen weniger, aber die sind eigentlich ein normalo-säkularer Staat. Seit 50 Jahren oder so. Ja. Die trifft aber Saudi-Arabien ja nicht zu, weil das ja eine Monarchie ist, richtig? Genau, aber die haben so eine Doppelspitze in Saudi-Arabien. Die haben sowohl eine religiöse und damit rechtsprecherische oberste Instanz, sowie auch eine weltliche oberste Instanz, nämlich das Königshaus Saud. Deswegen Saudi-Arabien. So ähnlich wie im Iran dann quasi. Also genau, im Iran ist es ein bisschen verschlungener, das System, wenn man das als Organigramm anguckt. Ja. Aber es hat aber sogar auch gewählt. So. Genau. Ja, also im Iran wird halt aber gewählt von einem, also die letzte Entscheidung obliegt dem Ayatollah und der ist aber auch gewählt worden. Aber auf Lebenszeit, glaube ich, oder? Ja, irgendwie so, also letzten Endes kommt man da immer nicht raus. Aber das ist ja immer so, also nicht schlechter als Deutschland. Man kann nicht einfach zurücktreten wie der Papst, letztens. Geht doch nicht. Das ist der erste Job. Alter. Ich hab's wieder geschafft. Total gut. Ja, auf jeden Fall haben sich dann die Situation rausgebildet, um wieder zurück zum Thema kommen, aber jetzt so knallharte Fakten in der Sunna oder im Koran dazu sind nicht wirklich da zu finden, die müssen auch rausgelesen werden. Wie gesagt, haben sich Traditionen gebildet, die das ein bisschen darbieten, aber auch die Richter aus den Systemen kommen natürlich aus einer gewissen aus einem gewissen Umfeld, die eine gewisse Art der Rechtsprechung bevorzugen. Mhm. Und ja, letzten Endes ist es halt Auslegungssache.
Genau, spannend dazu ist zum Beispiel der Geltungsbereich der einzelnen Erklärungen oder der Scharia an sich ist halt auch nicht komplett geklärt. Gilt das für alle Muslime? Gilt das für alle Menschen in muslimischen Ländern oder islamischen Staaten, wie jetzt Saudi-Arabien zum Beispiel? Gilt das eigentlich für alle Menschen, auch die, die noch nicht wissen, dass es eigentlich nur einen Gott gibt und die da zum Weg hinfinden müssen oder nicht aufgeklärt würden? Ja. Das ist nicht formell, da drücken sich die einzelnen Erklärungen in dem Fall auch drum. Es ist nicht geschrieben, ob das jetzt nur für die Staaten, die es unterzeichnen, gilt, für alle arabischen, für alle islamischen Länder oder für Länder mit muslimischer Mehrheit oder für alle Muslime auf der Welt, auch wenn die woanders wohnen. Man weiß es nicht. Also da drücken sie sich auch so ein bisschen drum. Vielleicht ist es aber auch die klügere Entscheidung gewesen, das extra offen zu lassen. Ja, vielleicht, aber es ist halt, also das wäre aber ein Unterschied zu den internationalen Menschen. Absolut. Ja, also auch bei den neueren, die sich halt sehr formell geben und formal nicht unterscheidbar sind von den allgemein, also von den neuen Menschenrechtsdokumenten, ist da kein konkreter Punkt, an dies gilt. Das ist ganz spannend eigentlich zu sehen. Also ich wollte noch eine Nachfrage. Ja, das bitte. Ist so ein bisschen vielleicht eine Zäsur oder sowas, aber wenn wir jetzt fragen, woher kommen jetzt die allgemeinen Menschenrechte aus, woher nehmen die denn? Die sind einfach a priori da. Da steht halt, alle Menschen sind gleich und man darf die nicht umbringen. Ich paraphrasiere. Ja. Aber die lassen sich auch ableiten. Ja, die sagen ja zum Beispiel nicht, das kommt alles von Gott. Ja, die Kirche kommt das schon. Ja gut, die Kirche also, schon, aber jetzt in den modernsten Dokumenten steht das ja nicht drin, sondern da steht einfach postuliert. Das hat Tjax vorhin schon gesagt, glaube ich. Mit einem guten Leben, willst du darauf anspielen? Weil darauf würde ich anspielen, genau. Guten Leben. Das hast du Tjax gerade eben gesagt. Das gute Leben hat mich sofort an antike Philosophie erinnert. Das ist eine der grundsätzlichen Fragen der Philosophie überhaupt, soweit ich Philosophie richtig verstehe, dass nämlich es darum geht, was ist das gute Leben? Und wie kann ich es führen? Genau, und diese Menschenrechte versuchen genau dieses gute Leben zu gewährleisten. Okay. Ohne jetzt damit das groß erklären, also ich gebe das Wort dann an dich wieder zurück. Ja, mach ruhig. Nee, also es gibt halt einfach so ein paar Standards, die man auch ohne religiösen Unterbau einfach wissen kann, dass man einfach überlebt, also weiterlebt und miteinander irgendwie auch auskommt und so. Ja, also es ist einfach, dass man in einem Sozialwesen funktioniert. Ja, dass man dann sagt, das ist so der Konsens, jeder findet das gut. Genau, das kann man, glaube ich, auch von jedem abverlangen. Überhaupt, ich meine, dem liegen auch Rechte zugrunde, die sich einfach historisch auch durchgesetzt haben. Ja. Wie zum Beispiel irgendwie die Rechte, die mit der Französischen Revolution einhergingen, dem Code Civil, noch eine Ecke früher. L'état c'est moi. Bill of Rights. Finde ich das ja ist was anderes, was du gesagt hast, l'état c'est moi? Ja, das war vorher. Schön, das gesagt zu haben. So. Aber Saudi-Arabien immer noch. Ne, ist ja so. Oder? Vielleicht? Die können bestimmt auch Französisch. Die sind bestimmt gut gebildet da. Nee. Die haben das auch gelesen. Die gehen auch in Europa zur Schule alle, oder nicht, die Kids? Ist das häufig der Fall? Zusammen mit dem Sohn von Kim Jong-un. Ja, stimmt. In der Schweiz. Genau. Die Schweiz. Oh Mann. Ja, du sagst aber auch einen sehr wichtigen Punkt, der halt, also den habe ich nicht so groß hier behandelt, weil die Arbeit ist so schon super lang geworden und für den Rahmen sich gesprengt. Aber auch sehr interessant, weil natürlich, je nachdem, wen du fragst, sagt irgendwer anders, was wichtig ist. Die Kirche sagt, nein, die sind alle, also die christliche Kirche sagt so, nein, alles ist aus der Bibel abgeleitet, das ist theologisch. Die haben die, glaube ich, nicht gelesen. Ja, die haben nur ein paar Stellen gelesen und sagen, das ist richtig cool. Andere Leute sagen, es kommt woanders her. Da gehe ich noch ganz kurz im Lösung anders drauf ein. Es gibt auch einen sehr pragmatischen Ansatz, den ich da ganz nett finde, weil er diesen Überbau weglässt. Also ich komme auch schon zum Ende langsam. Zum einen habe ich dann den Punkt der generellen Bedeutung lokaler Menschenrechtserklärungen im Kontext der internationalen Menschenrechte. Das ist in der Philosophie halt ein großes Ding, weil die Menschenrechte eigentlich ja nur wirklich funktionieren, wenn sie auf der ganzen Welt gültig sind und für alle Menschen gelten. Und dass so lokale Menschenrechtserklärungen eigentlich immer diesen universellen Anspruch ein bisschen angreifen und sagen so, ja, okay, ist schön und gut und wir haben es auch unterschrieben, aber wir finden andere Sachen auch noch cool und wichtig und die gelten für alle, aber für uns irgendwie auch noch die und das finden wir wichtiger und das ist halt diesen ganzen reinen Anspruch für alle gültig zu sein halt total angreift, so ein bisschen unterminiert und untergräbt auch. Und ein Problem ist, ja, und der zweite Punkt ist natürlich die Vereinbarkeit der arabisch-islamischen Menschenrechte mit den internationalen Menschenrechten und ich komme tatsächlich zum Schluss, unabhängig von religiösen Inhalten und ich will auch gar nicht sagen, dass der Islam nicht vereinbar mit den Menschenrechten ist, das ist es nicht. Aber die Menschenrechtsdokumente, so wie wir sie gefunden haben, sind aufgrund des Rückbezuges auf die Scharia, die wieder immer auslegbar ist, nicht vereinbar mit den Menschenrechten. Weil man natürlich die Scharia so auslegen kann, dass sie total liberal ist und auch weitergeht als die Menschenrechte und auch wesentlich
mehr Rechte bietet. Man kann aber nicht sicherstellen, dass es immer so ausgelegt wird, sondern man kann halt irgendwer anders mal auslegen und sagen, so, nee, finde ich alles blöd, ich will genau das Gegenteil. Das könnte man dann auch machen. Und durch diese fehlende Positivierung kann man einfach nicht sicherstellen, dass das in jedem Fall gewährleistet ist, dass die beiden inhaltlich sich nicht widersprechen. Ja. Und darum kann man auf göttlichem Recht, das ist ja auch gar nicht die Scharia alleine bezogen, sondern wird wahrscheinlich jedes göttliche Recht treffen, das mir so einfällt, kann man keinen Gesetzestext eigentlich vernünftig bauen, der nicht frei von Auslegung ist oder zumindest mal ausgelegt wurde, um ihn halt so festzusetzen. Das ist ganz interessant, denn dadurch, du sagst im Endeffekt, es können mehrere Scharien nebeneinander Geltung haben. Ja, es gibt auch verschiedene Rechtsschulen im Islam, die sich halt gegenseitig irgendwie auch die Urteile anerkennen, aber unterschiedlich sind. Sagen sie, ja, okay, kann man so machen, sehe ich anders. Und das sind halt auch so schon auf recht kleiner Ebene die gleichen Urteile. Das könnte man natürlich auch hochspinnen. Und philosophisch gesehen ist das einfach ein anderes System komplett. Furchtbar interessant, was in der öffentlichen Meinung hier zum Beispiel zuletzt von wegen jetzt Flüchtlingsdebatte, davor überhaupt Islamdebatte in Europa, was hier für ein Bild der in Anführungsstrichen Scharia überhaupt präsentiert wird, nämlich kein, wie wir hier gerade feststellen, so plurales mit verschiedenen Auslegungen, sondern ein etwas düsteres, würde ich jetzt meinen, tatsächlich. Ja. Was eher einer Scharia-Auslegung, die, ich wiederhole mich jetzt, dem IS zugrunde liegt und nicht meinetwegen der Kairoer Schule, die, ich glaube, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, Markus, sehr liberal ist. Richtig? Kann ich das so sagen. Weiß ich gar nicht. Glaub, liberal ist auch relativ. Ja, also was ich tatsächlich weiß, ist, dass im Nordwestafrika, da gibt es halt tatsächlich sehr viele liberale Denker und auch feministische Auslegungen. Ja. Abed Anaim, Naim zum Beispiel, die sind tatsächlich relativ liberal. Aber da muss man hier auch gucken, wie viel Gehör die jetzt selber haben in der islamischen Welt. Die islamische Welt ist, wie wir schon sagten, einfach riesengroß. Ja, und Europa oder die europäische Wissenschaft tendiert halt dazu, sich einfach Rosinen rauszubringen aus dem Nahen Osten. Ja. Und zu sagen, das ist ein toller Typ oder so. Aber Mainstream ist das dann vielleicht einfach nicht. Genau, da ist eben kein Mainstream, Ja, also ich glaube, dass ich finde das gerade voll spannend, aber es sprengt so ein bisschen im Rahmen. Vielleicht müssten wir irgendwann mal eine Folge machen und wir lassen das auch mal Expertise ein, dass wir grundsätzlich mal die Rechtsschulen und islamische Jurisprudenz besprechen. Voll gerne. Also wen das jetzt von den Hörern interessiert, sucht mal nach malikitische Schule oder hanafitische Schule. Das sind eben diese großen Rechtsströmungen, die auch geografisch zu verorten sind überwiegend. Ja. Also sozusagen, je nachdem, wo man sich auf dem Erdball befindet, gibt es dann halt eine überwiegende Anhänger der Rechtsschule sowieso. Und man kann sich darüber auch streiten, ob es da so große Unterschiede gibt. Ja. Denn so Basics, das muss man ja leider dann auch bei deinen Sachen, also diese Menschenrechte, die du jetzt angeführt hast, die Basics sind ja doch immer gleich. Also so Menschen umbringen ist immer richtig weit oben in Sachen uncool. Und genau. Und irgendwie so... Mir schwebte die ganze Zeit das Beispiel vor Augen, ein alter Kommilitone von mir, der hat zum Thema promoviert, wie soll man mit Apostasie, das heißt Abfall vom Glauben, im Islam umgehen. Manche Juristen, also islamische Juristen sagen Todesstrafe und manche sagen, nein, keine Todesstrafe. Und der hat jetzt untersucht, erstmal, wie kommen sie dazu, das zu sagen? Und er hat leider so eine Art 50-50-Ergebnis gehabt. Ist halt so. Aber ich meine, das ist ja dann ein nicht, wie wäre das dann? Das ist nicht vereinbar mit den allgemeinen Menschenrechten. Genau, aber eventuell vereinbar mit islamischen Menschenrechten. Denn grundlos jemanden umzubringen, ist in diesem Fall ja nicht gegeben. Ja, denn er ist ja vom Glauben abgefallen. Genau, ja. Das ist auch ungefähr der schlimmste Grund. Also Quintessenz war übrigens aus dessen Vortrag, an den ich mich noch so halbwegs erinnern kann, wenn man vom Glauben abfällt und dann versucht, auch andere vom Glauben abzubringen, dann ist es eher Katastrophe, schlecht. Katastrophe, ja. Wenn man alleine so von seinem Glauben abfällt und dann halt einfach nichts macht, dann ist okay. So war es sozusagen. Ah. Ich habe weitergehend tatsächlich noch einen Lösungsansatz für diese regionalen Menschenrechten Geschichten gemacht. Da kann ich auch noch gerne drauf eingehen, bitte. Und zwar kam dadurch mein Erstprüfer auch die Idee auf, dass es ja auch partikulare Menschenrechtsordnungen gibt, die halt als Ausdruck einer kulturellen Normkultur dienen können. Also dass es quasi festhalten soll, wie die Tradition ist, auch im Gedanken, dass halt es ein bisschen
eingeebnet wird und dadurch Kultur verloren gehen könnte. Und man könnte zum Beispiel dann islamische Menschenrechte unter bestimmten Bedingungen ja, hervorbringen. Mhm. Und ja, dieser Katalog an Bedingungen ist halt tatsächlich schwierig zu erfüllen, den ich gemacht habe, aber war so auch die einzige Möglichkeit, die ich hatte. Es muss eine Exit-Option geben, also für Menschen, die dieser Normkultur angehören, die müssen halt auch ohne große Subventionen wieder austreten können, ohne jetzt umgebracht zu werden zum Beispiel. Mhm. Die müssen halt, darum geht ja die Hausarbeit, die müssen irgendwie in Einklang mit den Menschenrechten sein, wobei das in Anführungszeichen steht, weil die Freiwilligkeit ein großer Punkt ist. Wenn ich jetzt sage, ich faste oder ich sehe ein, dass meine Rolle in der Gesellschaft so und so ist, weil ich so und so bin und das freiwillig geschieht, ist das halt auch immer noch im Einklang mit den Menschenrechten. Es muss halt eine möglichst auslegungssichere, also muss möglichst wenig Auslegung drin stattfinden. Also ich habe es rechtlich positiviert genannt. Mhm. Und es muss irgendwie legitimiert sein, wenn ich das, also ich habe es tatsächlich sogar demokratische Legitimation genannt, wobei ich das Wort demokratisch nur so halb gut finde, aber es muss halt irgendwie mehrheitlich, wenn ein Staat das für sich sagt, ja, legitimiert sein, dass nicht irgendeine Kaste sagt, so ja, das ist richtig cool. Und in diesem Zusammenspiel könnte ich mir das total gut vorstellen, dass halt irgendwer sagt, so ja, dieses optionale islamische Menschenrecht ist halt so und so und dann kann jeder das freiwillig machen. Also die Freiwilligkeit ist ein sehr großer Punkt. Es widerspricht ja auch nicht den Menschenrechten, wenn ich jetzt irgendwelche Körperteile von mir verschleiere oder wenn ich nur unter bestimmten Bedingungen heirate oder Beischlaf halte oder so. Das ist ja alles auf einer freiwilligen Sache und das kann man ja auch voll tun, wenn es dein Verlangen ist, religiösen Normen sich zu unterwerfen, ist das total in Ordnung. Steht ja auch überhaupt nicht im Widerspruch da. Es wird halt nur irgendwann schwierig, wenn du andere davon nicht nur überzeugen willst, das kann man wahrscheinlich immer noch machen, aber sie halt irgendwie abwertest, oder es halt systemisch wird, dass halt es in irgendeinem Staatssystem schafft, dass das eine bevorzugt wird und alle anderen Möglichkeiten benachteiligt werden. So, das würde dann wieder kritisch werden. Ja. Also klar kann man sich entscheiden, dass man koscher isst oder halal oder vegetarisch oder so, das ist halt voll okay, aber es darf nicht sein, so, ja, wer Schweinefleisch verkauft, der muss eine Strafe zahlen. Ja, oder muss eine Strafe zahlen oder keine Ahnung. Ja. Aber wenn man jetzt, könnte es sein, wenn ich dich richtig verstehe, dass wir den Zustand gewissermaßen schon haben, wenn wir uns jetzt als Weltbürger verstehen und wir hätten genug Kohle, um uns irgendwie ein Zugticket zu kaufen, dann könnte ich fortan ja entscheiden, in Frankreich zu leben. Und dann würde ich mich eben, ich kann ja kein französischer Staatsbürger werden, so ohne weiteres, aber ich bin jetzt halt im Club der Deutschen und in Deutschland läuft es halt so mit den Gesetzen. Jetzt habe ich aber keinen Bock darauf. Das ist sozusagen, also ich weiß, dass das eine reale Diskussion ist unter Muslimen in Deutschland. Die sagen halt, wir müssen hier in Deutschland leben und haben hier die deutschen Gesetze, aber uns sind eben auch andere Gesetze wichtig. Dann könnte man jetzt behaupten, okay, dann geh in irgendein Land, wo du die Gesetze am besten findest. Ne? Weil ja jeder Staat, egal ob jetzt EU oder nicht, hat ja trotzdem noch unterschiedliche Gesetze und Schwerpunkte in der Rechtsprechung oder irgendwie sowas. Und wäre das dann nicht schon so, wie du das sagst, also dass man einfach, okay, ich gehe lieber nach Peru und da haben die halt irgendwelche anderen Gesetze, da kann ich halt, keine Ahnung, also Koka anbauen. Yeah. Ja, vielleicht. Oder ich ziehe nach Saudi-Arabien um, weil ich dann mehr als eine Frau haben kann. Das ist ein bisschen elementarer vielleicht. Interessanter Punkt, da habe ich tatsächlich gar nicht drüber nachgedacht. Es geht ja so ein bisschen in diese föderale Richtung, wie jetzt die Amerika, das ist die Vereinigten Staaten von Amerika das haben, dass du halt Bundesstaaten einfach relativ problemlos wechseln kannst und dich dann halt, dann sammeln sich halt die mehr Religiösen in bestimmten Regionen und genau, ja. Und zum Beispiel Mörder würden halt dann irgendwo hingehen, wo es keine Todesstrafe gibt. Nicht nach Texas, gibt. Ja. Mhm. Genau, dass sie sich so ein bisschen verteilen. Interessanter Punkt, habe ich nicht drüber nachgedacht. Es ist, also, wäre aber spannend auf jeden Fall. Also ich klammere sozusagen soziale Faktoren aus, denn ja, man kann sich entscheiden, umzuziehen und sozusagen, ich mache das einfach mal so. Rationale Entscheidung quasi. Ja, das können wieder nur die männlich-weißen Europäer, auch nur wenn sie genug Kohle haben. Ja. Und auch dann kriegen sie nicht unbedingt die Staatsbürgerschaft anerkannt irgendwo. Genau. Aber es soll es ja geben. Ich kenne auch Leute, denen das gelungen ist, mit einer Green Card in die USA oder sowas und dann nach 20 Jahren kriegst du da auch die Staatsbürgerschaft. Oder man kann zum Beispiel... relativ aktuelles Beispiel. Julian Assange, sagt man so, hat sich ja dafür entschieden, erstmal nach England zu reisen, als er in Schweden per Haftbefehl gesucht wurde. Mhm. Weil er offenbar durch Berater wusste, dass es in UK relativ gute Gesetze gibt, die erstmal dafür sorgen, dass es keine Auslieferung gibt und kein gar nichts und so. Ja? Und dann hat er sich aber, weil ihm das so brenzlig wurde, entschieden,
in die ecuadorianische Botschaft zu gehen, wo er seit 3 oder 4 Jahren sitzt, immer noch. Ja. In London. Ja. Und da hat er sich, also das ist ja sozusagen dann genau dieser Punkt, er kann sich mit dem Betreten einer Botschaft, wo dann halt nicht mehr UK-Terrain ist, sich dafür entscheiden, einer anderen Rechtsprechung teilzuwerden. Er hat bei denen politisches Asyl ersucht und, glaube ich, bekommen. Mhm. Er kann leider nur nicht zum Flughafen, ne? Weil dann muss er wieder durch England durch. Ja. Super albern sowas, aber ja. Das wäre ja so ein Zustand, ja. dass ich einfach, wenn ich cool genug bin und die Botschaft nimmt mich, dann kann ich sagen, okay, weil ich 4 Frauen habe und ich bin selber Frau und sowohl gleichgeschlechtliche Ehe als auch viel Ehe ist verboten, dann gehe ich jetzt halt irgendwie in die Botschaft von Kalifornien. Kalifornien ist auch nicht erlaubt. Ich habe gehört, in Mexiko geht alles. Ich gehe in die mexikanische Botschaft. Da, nee, aber die, also viel Ehe-Mormonen wohnen halt in Mexiko. Ja. Und da ist zwar irgendwie nicht legal, aber es wird geduldet, soweit ich weiß. Ja. Ja. Dürfen die nicht mehr in Utah. So, das wäre ja eventuell ein Ausweg, dass man sich so den Menschenrechten, dann ich mache halt bei denen mit. Ja. Ja. Rechtsauslegung in der Diaspora, ganz interessant. Ja, ja, sehr, sehr spannender Punkt irgendwie. Also müssen die ganzen Prämissen so ein bisschen klären. Okay, man würde wahrscheinlich zumindest Armut nicht mehr, also alle Leute müssen so halbwegs irgendwie Geld haben. So, weil also ein Grundeinkommen für jeden Menschen, das wäre doch ideal. Das sollte man damit auch formulieren. Und Zuzugsfreiheit einfach weltweit, das ist einfach ideal. Genau. Also dann kann man einfach machen, was man will, wo man will. Weil ich habe gerade überlegt, wir sind alle ja irgendwie weiße, männliche Mitteleuropäer und damit so privilegiert wie kaum noch wer. Nur drei privilegierte Mitteleuropäer und ein Südeuropäer. Ja. Die sind aber auch irgendwelche Islamisten, Bertha, also was wollt ihr eigentlich? Oh Mann. Ja, auf jeden Fall könnten wir auch nicht irgendwo auswandern, einfach so, weil wir das Geld nicht hätten wahrscheinlich. Nee, trotzdem nicht. Das habe ich ja auch gerade gesagt. Ja, ja, hast du gesagt, aber in dem Freizügigkeitszustand der EU ist es zum Teil schon möglich. Mhm, ich vermute mal, dass wenn man als Deutscher in Holland mit dem Gesetz in Konflikt kommt, dann wird man ja auch nach holländischem, niederländischem Gesetz dann auch wahrscheinlich behandelt. Oder? Weiß ich nicht so genau. Davon ist auszugehen, ja. Da muss man auch wieder gucken, gibt es da irgendwie internationale Gesetze oder ich kenne zum Beispiel so Leute, Trottel, die halt in Singapur irgendwie mit Gras erwischt wurden, Deutsche, und dann werden die da eingeknastet und dann muss sich halt der Außenminister dafür einsetzen, dass sie im deutschen Gesetz behandelt werden und wieder zurückgeholt werden. Aber das sind ja all solche Fragen. Ja, ja, internationales klar. Recht eben. Und wenn man das Elementare sieht, geht es dann halt wieder um Menschenrechte. Ich weiß nicht, was mit Singapur ist, ob die bei Menschenrechten mitmachen. Weiß ich nicht. Ja, total spannendes Thema. Und es knüpfen sich gerade so viele interessante Diskussionen an. Auch gerade mit der islamischen Rechtsprechung. Genau, das sollten wir nochmal vertiefen. Ich sage auch gerne mit dir. Ja. Wir sehen anhand der Flatters, die wir bekommen für diese Folge, wie sehr euch das Thema interessiert. So. Eins. Ja, das sehen wir ja dann. Aber vielleicht, also sollten wir das nochmal aufgreifen. Auch vielleicht gar nicht in so weit entfernter Zeit. Ich finde das gerade irgendwie auch sehr spannend. Danke, Tjaak. Ja, sehr gerne. Mega spannend, total mit viel Expertise. Und du bist jetzt der Go-To-Guy, was diese Thematik angeht. Was ich immer spannend finde, ist, wenn man darüber redet, merkt man, wie viele Lücken man eigentlich immer noch hat. So. Also, du hast ja gar nicht so viel Platz in deiner Arbeit. Ja, ja, aber auch in meinem Kopf denke ich so, ja, müsste man nochmal nachgucken. Sehr spannende Sachen, aber... Das ist eine Wissenschaftskarriere, die vor allem liegt, ne? Ja, ist es. Ja, also würde ich auch sagen. Ja. Vielen Dank. Ja, sehr gerne. Ja, tolle Sache. Schaffst du es in 3 Minuten aus Erfurt zu berichten? Ja. Okay, super. Also nur kurz vom Hörensagen-Bericht, weil wir waren ja nicht in Erfurt, also ich zumindest war nicht in Erfurt und ihr drei auch nicht. Nee. Das habe ich nur per E-Mail gekriegt und ich wollte das gerne an alle weitersagen. Es gibt einen neuen Arbeitskreis, der DVRW, der heißt AKECPB. Habt ihr vielleicht auch gesehen? Das ist der Arbeitskreis Evangelikale, Pentekostale und Charismatische Bewegungen. Ansprechpartner sind Martin Radermacher, mein alter Kommilitone aus Münster, der mittlerweile in Bochum ist, und Sebastian Schüler, mein alter Kommilitone aus Münster, der mittlerweile in Leipzig ist und ganz kurz eine Kommilitone, danach war er dann schon Doktor und danach war er schon Professor. Aber herzliche Grüße. Die beiden sind Ansprechpartner für diesen Arbeitskreis. Ich glaube, dass das Thema
sehr spannend ist und auch total modern. Wir hatten solche Themen auch schon mal, als wir über diese Doku geredet haben. Exakt, ja. Wo halt so moderne Christen in den USA betrachtet wurden. Und global gesehen haben die, also ja, haben solche Bewegungen immer noch einen deutlich größeren Zuwachs als alle anderen religiösen Bewegungen. Genau. Also ja, das ist ja genau. Und, relevant. Und die Tatsache wird gegen die Säkularisierungstheorie angeführt, die ja nun auch eigentlich vom Tisch sein sollte, aber bis Ende der 90er ja immer noch gebracht wurde. Es werden alle Leute mit steigendem Wohlstand werden areligiöser. Genau. Und das stimmt einfach nicht. Ja. Nun steigt der Wohlstand auch einfach nicht in der Welt. Aber trotzdem, Riesenzulauf, gerade in Lateinamerika, glaube ich. Ne? Ja, aber auch und immer mehr in Afrika und Asien. Auf dem afrikanischen Kontinent, genau. Ja. Ja, genau. Und Asien auch tatsächlich. Ja, ja, aber ich meine, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, falls ihr in einer größeren Stadt wohnt, guckt euch mal um, ob Menschen, die vielleicht aus afrikanischen Ländern kommen, ob die sonntags zur Kirche gehen. Hier ist eine evangelikale Kirche in Sichtweite. Genau. Und das sind, ich glaube, also ich habe einfach zwei Bekannte, die aus Nigeria kommen hier in Bremen. Ja. Und die sind ultra religiöse Leute. Die hören im Auto keine Musik, sondern nur irgendwelche Preachers aus Nigeria, die denen erzählen, wie man die Bibel zu verstehen hat. Und das ist spannend. Das sind Leute, die sind ganz aufgeklärt und weltoffen und modern. Und trotzdem sind sie sehr fromm. Was es eben bei vielen anderen Menschen nicht gibt. Die aber auch irgendwie im Wohlstand leben. Und 12 Stimme haben wir doch gerade gehabt. Ja, genau. Zum Beispiel. Kann ich leider nicht viel mehr sagen, als ich jetzt so gehört habe. Da kenne ich eben jetzt einen Spezialisten so ein bisschen zu, aber Props an Markus und an Leipzig. Ja, genau, ich muss mich beeilen. Ne? Es waren schon drin. Oh Gott, oh Gott. Und sonst noch aus Erfurt, gibt es da noch was? Ja, ich habe nur gehört, dass... ich meine, die Tagung war sehr recht bei groß. Bei der DVRW-Tagung wird ja immer ein Dissertationspreis verliehen. Mhm. Und dieser ist, ich hoffe, ich liege richtig und habe das alles richtig verstanden, wurde an zwei von uns ehemalige Kommilitonen mehr oder minder verliehen, nämlich an Anna Neumeier, die mittlerweile wieder in Bremen an der Uni ist. Herzliche Grüße. Und Friedrich Elwert. Anna Neumeier hat ihre Dissertation geschrieben mit dem Titel Religion at Home? Fragezeichen. Religionsbezogene Online-Plattformen und ihre Nutzung. Eine Untersuchung zu neuen Formen gegenwärtiger Religiosität. Also ein Thema Religion und Online und so. Ganz spannend. Und den Titel von Friedrichs Arbeit weiß ich leider nicht. Ich weiß aber, dass er zu evangelikalen Aussiedlern, evangelikalen russlanddeutschen Aussiedlern arbeitet. Das würde jetzt wieder zu diesem neuen AK passen auch. Also grundsätzlich interessiert er sich für Migration und Religion. Ist erwähnenswert. Also einfach schön, dass Leute, die wir kennen, so einen Dissertationspreis bekommen. Der ist auch dotiert mit Geld. Wenn man in die Vergangenheit guckt, auf der DVRW-Seite, sieht man auch, wer sonst den Dissertationspreis bekommen hat. Einige davon kennt man vielleicht auch namentlich. Tanasianu Döbler aus Göttingen hat den auch mal bekommen. Und insofern, ich erhoffe mir dann immer so ein bisschen, dass man vielleicht auch die Arbeit dann mal online in die Finger kriegen könnte. Weiß nicht, ob das der Fall ist. Das sind die Berichte aus Erfurt, beziehungsweise von der DVRW-Tagung. IAHR ist ja jetzt, habe ich ja nicht erwähnt. Und zu guter Letzt können wir vielleicht noch weitergehen. Liebe Zuhörer, wir verlinken euch das, ein Interview beim Deutschlandradio mit Herrn, wie heißt der? Hartmut Zinser. Hartmut Zinser, Professor Hartmut Zinser von der FU Berlin. Kurzes Interview. Ganz interessant. Ich war ganz begeistert davon, wie er die Religionswissenschaft dort darstellt. Ja. Daraus entsponn sich, vielleicht willst du weitermachen, Stefan, eine Diskussion. Du hattest das eben, wissen nicht. Okay. Bei Yggdrasil auf der E-Mail entspannt sich eine Diskussion darum, die getragen wurde von leichten Missverständnissen und einigen Animositäten. Allerdings auch dann sehr interessanten Austausch und Aufklärung. Dass das Interview selbst wenig Anlass zu Animositäten oder Missverständnissen gab. Also da muss auch, glaube ich, viel hinein interpretiert worden sein. Ja. Ist aber trotzdem ganz spannend zu verfolgen. Wollen wir nicht repetieren jetzt? Nee, genau. Ja, genau. Worauf ich jetzt eingehen wollte ist, weil das da anklang und das so interessant war, erstmal hat der die
hat er offengelegt, wie unterrepräsentiert die Religionswissenschaft insgesamt in Deutschland ist, sowohl als wissenschaftliche Disziplin als auch als Disziplin, die sich mit dem Thema Religion auseinandersetzt. Ja. Das ist sehr interessant und da werden wir sowieso, alle Religionswissenschaftler reden da ständig drüber. Sind wir jetzt theologische Religionswissenschaftler oder sind wir es nicht? Und darf die Theologie vielleicht auch eine Professur etablieren, die Religionswissenschaft heißt? Mhm. Das gibt es. Das wird auch häufig gemacht. Ja, hört euch das mal an. Er erzählt dort, dass es über 700 theologische Professuren in Deutschland gibt und in der Religionswissenschaft unter 20. Ja. Und sagen wir mal, mit Juniorprofessuren gibt es dann vielleicht nochmal 10 oder 20 mehr. Aber es ist natürlich ein totales Ungleichverhältnis. Ja. Beide Disziplinen reden von und über Religion. Mhm. Die Frage ist, ob die Religionswissenschaftler tatsächlich von Religion reden. Öfter mal schon, nicht immer. Ja. Meistens über. Ja. Und das andere, und da wollte ich eure Haltung mal zu wissen, was angesprochen wird, ist eben die Standortfrage der Religionswissenschaft. Es gibt an einigen deutschen Universitäten das Fach Religionswissenschaft und damit meine ich jetzt das Fach, welches in den Fakultäten Kulturwissenschaft oder Philosophie angesiedelt ist oder was zumindest einen eigenständigen Studiengang hat, ja, der nicht Theologie bedeutet. Und jetzt wurde da eben gesagt, wäre es nicht wünschenswert, eventuell wünschenswert, dass es nur noch 3 oder 4 große Standorte in Deutschland gibt, die Zahl habe ich mir jetzt überlegt, wo eben ganz viel Religionswissenschaft gemacht wird mit allen möglichen Themen, anstatt dass man überall kleine Institute hat, wo nur eine Professorin das ganze Institut leiten muss. Und dann gibt es 2 Mitarbeiterstellen oder 4 Mitarbeiterstellen und dann gibt es da 50 Studenten. Mhm. Und deine Meinung? Ganz klar, meine Meinung, die hatte ich auch schon, als ich anfing zu studieren, 2004, glaube ich, war das. Und hatte gehofft, dass sich das auch dahingehend entwickelt, denn ich habe damals schon die Relevanz der Wissenschaft irgendwie auch für die Öffentlichkeit und für die breite Meinung, auch die Meinungsbildung irgendwie erachtet und gedacht, das wird sich noch deutlich verbessern. Die einzelnen Universitäten, die vielen Standorte, die es gibt, die werden weiter ausgebaut, auch mit öffentlichen Bundesmitteln quasi. So. Einfach weil es eine selbstverständliche Notwendigkeit oder Relevanz dafür gibt. Deswegen bin ich immer der Meinung, dass es einfach dafür noch Geld geben muss und dass die Standorte, die es schon gibt und die auch manchmal eine lange Tradition haben, dass die weiterhin gestärkt werden, auch in ihren jeweiligen Ausprägungen und dass es einfach so viele Standorte weiterhin gibt wie jetzt, dass diese nur noch besser ausgestattet werden müssen. Das ist natürlich auch dann gleichzeitig verbunden mit einer politischen Forderung. Ja, das ist nie das Ziel. Aber ja, das würde ich mir wünschen. Ja. Also ich bin dagegen, dass es irgendwie auf wenige Standorte beschränkt wird. Denn diese Eigenheiten, die diese verschiedenen Standorte in Deutschland haben, haben auch ihren Grund, so finde ich. Und den sollte man gar nicht so sehr beschneiden. Ich bin anderer Meinung. Ich würde dem entgegenhalten, dass diese lokale Tradition, die es vielleicht gibt, mit Schwerpunkt und vielleicht auch Regional Studies oder sowas, die könnte ja mitgebracht werden in einen großen Standort. Weil in der Regel die Wissenschaftler ja auch einem Standpunkt zugehörig sind. Oder so. Ja, das stimmt. Man entstammt ja auch in dem kleinen Fach Religionswissenschaft einer gewissen Schule und das brächte man ja mit. Als Beispiel dafür habe ich die Universität Glasgow, wo es eben so eine Divinity Faculty gibt oder so heißt das, wo allerlei verschiedene multireligiöse Theologien zusammen in einer Fakultät sind. Ja. Plus Religionswissenschaftler und die sind da eben alle in einem Fachbereich und können auch crossweise andere Veranstaltungen besuchen. Ein christlicher Theologe kann auch islamische Theologie besuchen, kann aber im Prinzip auch bekenntnisorientierte Hindu-Studien machen, zum Beispiel. Zusätzlich gibt es dann eben in einem Studiengang auch so übergeordnete Meta-Themen wie, was ist eigentlich Religion und die Eigenheiten der Religionswissenschaft. Aber das ist eine britische Eigenheit. Das wäre eine britische oder UK-Eigenheit. Ja, genau. Das ist, glaube ich, hier nicht so einfach aufzubauen, wenn man statt oder zusammenlegen würde. Aber ich wage zum Beispiel zu behaupten, dass in Bochum annähernd so etwas stattfindet, weil die mit diesem CERES
ein Dach haben für verschiedene Regionswissenschaften, zumindest was die Sprachfertigkeiten der Wissenschaftler angeht, so verstehe ich das. Mhm. Also da gibt es eben Leute, die können sehr gut Arabisch, es gibt Leute, die können sehr gut irgendeine andere Sprache, Chinesisch. Und dann befassen die sich eben zum Thema China-Studien, Religion in China oder sowas. Mhm. Ich glaube halt, dass man dann, also es gibt natürlich eben für und wieder, wie wir sehen, aber man profitiert davon, wenn man mal die anderen fragen kann. Ja, es gibt Synergieeffekte, es gäbe Synergieeffekte, wenn man irgendwie was Glasgow vergleichbar irgendwie schaffen würde, aber das würde man vielleicht nicht mal schaffen, wenn man alle Standorte in Deutschland zusammenlegen würde. Nicht in dieser Art. So. Ja, da gebe ich dir recht. Ja. Und das liegt natürlich auch daran, weil eben gerade im angelsächsischen Raum die deutsche Religionswissenschaft oder diese wissenschaftliche, wissenschaftstheoretische Ausprägung der deutschen Religionswissenschaft, hört dann bitte unser Spezial mit Lukas, das ist das, was ich meine, die gibt es eben nicht in England. Da ist halt einfach alles so, ja, Theologen dürfen miteinander diskutieren und die müssen nicht bekenntnisfrei sein, die müssen keine Agnostiker sein. Ja, da geht es um persönliche Positionierung letztendlich, von wegen, wie stehe ich zu Religion? Ja, genau. Das ist unverpönt in dieser Uni Glasgow zum Beispiel. Das ist nur völlig verpönt im Mainstream der deutschsprachigen Religionswissenschaft. Aber in die Richtung geht es doch letztendlich, wenn man sich zum Beispiel den Standort Hannover anguckt. Da ist die Religionswissenschaft ja der theologischen Fakultät untergegliedert. Nebengegliedert. Nebengegliedert. Da verletzen wir keinen. Letztendlich liegen aber finanzielle Gründe, hier. Aber, denke ich, also ich meine, es geht doch um Zusammenstreichen und Rationalisierung quasi des Hochschulbetriebs. Das ist doch aber vorbei. Habe ich nicht gelesen, dass Hannover ausgegliedert wird aus der Theologie? Ja. Oder bin ich auf dem ganz falschen Dampfer? Ich kann nichts dazu. Ich weiß leider auch nichts dazu. Okay, das meine ich gelesen zu haben vor ein paar Monaten. Das soll also quasi in absehbarer Zeit passieren. Die wollen eigenständig werden. Klingt erstmal gut. Klingt aus meiner Sicht auch selber unsicher jetzt bei dir. Ich meine, ich hätte auch sowas gehört wie du, Stefan. Ja. Aber ich bin da einfach nicht sicher genug. Da hätten wir ja eine Gästin, die man einladen kann zu dem Thema. Das stimmt, ja. Das Problem ist, ich bin sehr skeptisch, was um jetzt nochmal auf das von dir, Stefan, angebrachte für kleine Standorte sein, bin ich aus praktischen Gründen sehr skeptisch. Es geht nämlich letztendlich um Finanzen. Mhm. Ja? Bildung ist immer noch eine Ländersache und da gehen unterschiedliche Bundesländer ganz unterschiedlich mit dem Thema. Ich kenne jetzt nur das Bremer Beispiel, die Diskussion hier auch in Bezug auf den Religionsunterricht, der hier stattfindet, der religionswissenschaftlich ist, den wir vielleicht mal in einer anderen Folge thematisieren können. Mhm. Also ich finde, dadurch, dass eine Ländersache ist und vor allen Dingen finanziellen Überlegungen zugrunde liegt, ist es sehr schwierig zu argumentieren, dass kleine Standorte gehalten werden müssen. Ich glaube, viele haben da das Nachsehen, viele Standorte. Das liegt aber auch am Fach irgendwie. Mhm. Es ist nun mal ein, Anführungsstrichen, Orchideenfach, in manchen Standorten zumindest. In anderen ist es anerkannter, sehr viel größer, etablierter. Aber es gibt keine Uni in Deutschland, wo es wirklich ein großes Fach wäre. Nein. Das ist immer nur ein paar hundert Studenten. Ein großes Fach, ja. Ich glaube, es gibt maximal 3 Professuren, und das vielleicht in Leipzig und in Bochum. Ja. Maximal, und dann sind es auch nur 2 und eine Junior oder so. Also es ist nicht so wie bei BWL oder selbst bei Germanistik, wo es einfach 20 Professoren gibt. Ja. Ja, das ist schon immer klein. Das Länderargument finde ich total interessant, Dimi, weil ja dann, wenn wir völlig vollends anerkennen, dass es Ländersache ist, dann gibt es allerdings auch diesen dummen Wissenschaftsrat nicht mehr oder so, der Papers rausbringt und dann wird es doch nicht befolgt. Mhm. Dann müsste ja eigentlich jedes Bundesland sagen, okay, wir brauchen einmal Religionswissenschaft. Ja, entschuldige, ich habe aber vorhin ganz bewusst von Bundesmitteln gesprochen. Das war Das war, um das zu umgehen. Ja, es geht darum, dass es einfach eine gesellschaftliche Relevanz und Akzeptanz des Faches gibt und dass die auch noch erhöht werden muss und dann gibt es auch vielleicht einfach Bundesmittel. Und ich kenne hier zum Beispiel aus Bremer, sorry Stefan, dass ich unterbreche, sind es politische Entscheidungen, die getroffen werden. Ja. Die in der Bürgerschaft bei uns diskutiert werden. Soll das Fach bleiben? Kann es wegrationalisiert werden? Ist überhaupt wichtig, wenn man Theologien hat? Im Bremer Fall, wir haben keine Theologie,
Es ist wichtig, dass das Fach da ist, aus meiner Sicht. Wir haben echt einen Sonderfall in dieser Diskussion wahrscheinlich sogar auch. Weil es auch sich um die Lehrerbildung ist. Ja, ja. Also, wenn die Hörer jetzt, ihr lieben Hörer, wenn ihr da bei Ultraseel angemeldet seid, lest euch die Diskussion nochmal durch, weil ja zum Beispiel für Brandenburg wurde ja eben auch gesagt, okay, die Religionswissenschaft hat die Daseinsberechtigung, weil eben auch die Lehrerausbildung an der Religionswissenschaft mit dranhängt. Das gilt für Bremen auch. Nur für andere Bundesländer eben nicht. Doch, es gibt Religionswissenschaft in Mecklenburg-Vorpommern, nämlich in Greifswald. Und in Rostock sogar. Rostock auch, ja genau. Das ist, glaube ich, kein eigener Studiengang in Rostock, aber zumindest gibt es eine Professur. Ne? Genau. Klaus Hock ist dort. Ja. Ich weiß jetzt nicht, wie es mit Sachsen-Anhalt ist zum Beispiel. Da wäre mir keine Religionswissenschaft bekannt. In Halle gibt es, glaube ich, keine. Und in Magdeburg auch nicht. Weiß ich nichts von. Ist jetzt die Frage, möchte Sachsen-Anhalt das dann haben oder nicht? Mein Sachsen-Anhalt ist traditionellerweise kein sehr berühmter Wissenschaftsstandort, weil es einfach nicht so große Unis gibt. Mhm. Gibt es in Schleswig-Holstein eine Religionswissenschaft? Nee, weiß ich nicht. Nö, Kiel nicht, Lübeck nicht, nö. Lübeck hat Kuwi, aber... Ja, also muss man gucken, ne? Ich habe auch immer den Eindruck, dass es eher so eine mittel- bis süddeutsche Schwerpunkt gibt in Religionswissenschaften. Wir waren, glaube ich, schon immer der nördlichste Standort, was so nicht stimmt, aber der nördlichste große Standort. Berlin ist genau, fast genauso nördlich, ne? Oder? Weiß nicht. Aber Berlin hat ja auch einen. Genau. Ja. Ist Hamburg? Hamburg nicht sogar auch eine Religionswissenschaft? Nee, ich glaube nicht. Das können wir so nicht nennen. Okay. Oh Mann, du hast es. Das ist Aufwand. Ja, in Ordnung. Okay, wir müssen aufhören. Ne? Wir haben schon, das wird, glaube ich, unsere längste Folge, aber das liegt auch am spannenden Thema, genau, würde ich sagen. Durchaus. An den Diskussionen bleiben wir dran. Die sind ja auch nicht so wichtig. Also ihr hättet auch schon abschalten können nach dem Thema von Tjark. Genau. Ansonsten, wir werden uns irgendwann wieder treffen für dann die Folge 25. Themen gibt's genug. Die haben wir allein jetzt schon entdeckt in der Sendung. Noch irgendwas zu sagen? Nö. Wir greifen das auf jeden Fall irgendwann mal wieder auf. Nicht nächstes Mal, aber finde ich gut. Genau, ist noch ein Monat hin, dann fängt das Semester wieder an, beziehungsweise die Vorlesungszeit. Mhm. Genau, da müssen wir übrigens erst die Konformis machen in den nächsten Folgen. Gerne. Was wäre das denn? Ich möchte gerne, dass... Was ist Religionswissenschaft? Oh Mann. Wieder so eine lange Folge. Come on, ja. Also Stefan und dich, Demi, habe ich ja gebeten, noch diese Themen mit Medien weiterzumachen. Oh, ja. Da habe ich auf jeden Fall Lust drauf. Da sind wir dran. Machen wir. Da sind wir dran. Da gibt es ganz gute Beispiele jetzt und da sind wir dran. Ja, genau. Also das heißt, wir machen weiter mit den Themen Religion und Medien. Da haben wir ja auch wahrscheinlich noch viele Themen vor uns, die man einbauen kann. Mhm. Und da das auch unser Hobby ist, wird es uns da leicht fallen, Dinge zu finden, die spannend sind für die Religionswissenschaft. Mhm. Genau. In diesem Sinne. Okay, alles, was wir gesagt haben und von Substanz ist, werden wir natürlich auch mit Links auf der Webseite präsentieren. Einige Links gibt uns Tjark hoffentlich, sagen wir mal, direkt zu diesen Menschenrechtschartas oder so. Wenn es sowas gibt. Ja, vielen findet man auf jeden Fall was. Also kann ich gerne mal. Zumindest erst Informationen oder zukommen lassen. Ich mag immer am liebsten Links direkt in ein Dokument. Und nicht zu irgendeinem Wikipedia-Artikel. Ja, ja. Sondern direkt da, okay, hier islamische Erklärung aus Kairo. Paff. Angucken. Ja, Wikipedia kann jeder selbst suchen. Das finde ich irgendwie dann zu langweilig. Ja. Ja. Gut. Gut. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank fürs Mitmachen. Tja, sehr gerne. Auf eine nächste Folge. Tschüss. Tschüss.